Lieben und herzlich willkommen zu meinem verspäteten Manga-Update für den Juni 2017. Ja, eine Woche zu spät. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, wieso, weshalb, warum. Deswegen brauche ich das, denke ich, jetzt nicht erklären. Und wir starten jetzt auch mit dem Manga-Update für den Juni. Ich habe einen ganz guten Stapel, würde ich sagen. Und wir starten mit Carlsen. Und zwar habe ich da als erstes von Carlsen Kitchen Princess von Natsumi Ando und Miyuki Kobayashi. Das ist der 9. Band. Und den fand ich richtig toll. Mir ist das Herz aufgegangen. Endlich ist mal ein bisschen was passiert in die Richtung, in die ich es haben wollte. Und es kommen jetzt so ein paar Sachen raus, wo ich mir schon gedacht habe, dass es also wahrscheinlich die Person ist, die ich vermute, wegen diesem Löffelprinz-Zeugs. Es ist zwar noch nicht bestätigt hier drin, aber ich denke, dass es die Person ist, die ich meine. Weil rausgekommen ist, dass die Person halt auch da war, bla bla bla. Ich will nicht zu viel verraten. Aber ja, es geht jetzt endlich voran und ich finde es toll und das war ein schöner Band und ein spannender, emotionaler Band und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich als nächstes Orange Band 5 von Ichigo Takano. Das ist der Abschlussband. Und wie immer auch wieder ein Postkärtchen bzw. so ein Druck. Sehr, sehr schön wieder. Und ja, wie gesagt, ist der Abschlussband. Ich finde es schade, dass es zu Ende ist. Es war eine so schöne Geschichte. Aber es ist ein ganz toller Band gewesen. Es ist eine ganz tolle Reihe gewesen. Und ich freue mich, dass sie so toll war und so schön war und so einen tollen Zeichenstil hatte. Und ich bin ein bisschen traurig, dass sie zu Ende ist. 5 Bände ist ja doch nicht so viel, aber es war eine richtig, richtig tolle Reihe. Und ich habe es nicht bereut, mir die zu holen. Ich bin wirklich voll auf begeistert von der Reihe. Somit sind wir schon bei den Kaze-Mangas und da habe ich einmal Wolf Girl and Black Prince Band 14 von Ayuko Hata und ich mag die Reihe ja sowieso sehr gern. Ich mag den Zeichenstil, ich mag die Charaktere, weil die einfach so lustig miteinander sind und charaktermäßig auch so einfach verrückt ein bisschen sind und bekloppt und ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber ich mag die Reihe einfach sehr, sehr gerne. Ich mag die Charaktere sehr gerne. Und es war einfach wieder ein schöner Band mit viel Gefühl und Annäherung und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann der letzte von Kaze ist Magi the Labyrinth of Magic Band 28 von Shinobu Otaka. Und ich finde, so langsam kann die Reihe mal ein bisschen zu einem Ende kommen. Ich finde, die zieht sich mittlerweile schon sehr, sehr lange. Vor allen Dingen, weil manche Bände auch wirklich sehr textlastig sind. Also da hat man das Gefühl, man liest ein Buch, weil einfach Seiten über Seiten nur mit Text sind und so eine krasse, ausgearbeitete, weite Geschichte, die halt wirklich so viel auch erzählen muss und dann so viel Text braucht. Aber ich finde, in einem Manga ist es halt so, das ist halt kein Buch. Da sollte man nicht seitenlange Texte schreiben müssen. Und ich meine, dieser Band ist jetzt nicht so, aber ich finde, die Reihe kann trotzdem mal zu einem Ende kommen, denn für mich ziehen sich diese Kriege und Kämpfe auch viel zu lange mittlerweile über Bände und ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon auf diesen einen Krieg hingearbeitet haben und wie lange der jetzt schon läuft und diese ganzen anderen Kriege, die da zwischendrin immer auch teilweise über 2, 3, 4 Bände gingen, also das ist ein bisschen in die Länge gezogen. Ich finde, so langsam kann man echt einen Schlussstrich machen und sagen, so, jetzt schließen wir die Story ab, weil irgendwann muss man auch mal sagen, ist gut und ein Ende finden, meiner Meinung nach. Somit sind wir schon bei Egmont. Da habe ich einmal Beast Boyfriend, Band 12 von Saki Aikawa. Das ist der vorletzte Band. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich mag die Geschichte an sich, aber wir sind einen Schritt zurückgegangen im letzten Band. Und in diesem Band habe ich das Gefühl, sind wir auf der Stelle getreten. Es ist nichts passiert. Also nichts, was jetzt irgendwie wieder den Schritt vorgeht. Also ich hoffe, dass im letzten Band dann da noch ein großes Überraschungsfinale kommt, weil, ich weiß auch nicht, momentan ist es so, sie ist wieder, die Geschichte ist wieder an dem Punkt, wo sie am Anfang war, so, und weiß ich nicht, ich finde das doof, wenn man so einen Schritt wieder zurückgeht. Naja, ich lasse mich überraschen, an sich finde ich die Story gut, den Zeichenstil mag ich ja sowieso, und wie gesagt, ich lasse mich überraschen, was da auf mich zukommt. Und als letztes von Egmont habe ich hier Waiting for Spring, Band 4 von Anna Sheen. Der war auch wieder sehr, sehr schön. Ich mag die Story sehr gerne, der Zeichenstil ist toll. Und es sind so viele tolle, unterschiedliche Charaktere. Und ich denke, gefühlsmäßig geht es hier auch etwas voran. Vor allen Dingen, was Eifersucht und so angeht, habe ich das Gefühl, dass hier so ein bisschen ausgearbeitet wird in diesem Band und thematisiert wird. Und es ist ein sehr, sehr schöner, spannender und lustiger Band. Und mit so ein paar Momenten, wo man sich denkt, oh,
süß. Und ach, junge Liebe, ist das toll. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr schöner Band wieder gewesen. Und damit sind wir bei den Tokyopop-Manga und da habe ich einmal Hyokoi Band 14 von Moe Yukimaru. Ich weiß gar nicht, war das ein Abschlussband? Ja, es war ein Abschlussband und die Geschichte ist einfach toll und es ist ein schönes Ende gewesen. Jetzt so, ich mir wieder in den Kopf gucken, ob das der Abschlussband war, weiß ich auch nicht, wie es endet. Auf jeden Fall war es ein ganz, ganz toller Band, ein tolles Ende, wie ich finde. Und ja, einfach eine super süße, zuckersüße Geschichte. Und weil es ja der letzte Band war, gab es ein kleines Kärtchen mit dabei, mit einem Gruß von der Zeichnerin. Ein kleines Bildchen, hinten auf der Rückseite steht einfach Hyokoi von Moe Yukimaru drauf. Und auf der Karte steht drauf, danke an meine deutschen Fans. Ja, und sehr, sehr niedlich, kann man auf jeden Fall machen, so schön als kleines Gimmick für ein Abschlussband. Und auf jeden Fall war das ein ganz, ganz toller Band und ich bin traurig, dass die Reihe zu Ende ist. Aber 14 Bände sind, denke ich, eine gute Abschlussbasis. Ich habe gerade ganz vergessen, euch was zu zeigen. Und zwar hat Kase Geburtstag und da gab es auch kleine Bildchen. Hier ist einmal das von Wolf Girl and Black Prince, auch halt von den Zeichnern halt eine kleine Glückwunschbekundung auf Japanisch dann halt. Steht allerdings auf Deutsch auch nochmal drauf. Herzlichen Glückwunsch zu 5 Jahren Kase Manga. Vielen Dank an unsere treuen Fans. Obwohl, nee, Quatsch, das ist, denke ich mal, von Kase selbst. Also keine Ahnung, was die geschrieben haben. Auf jeden Fall eine kleine Skizze dabei und ein Text auf Japanisch. Und das gab es natürlich auch für Magi, The Labyrinth of Magic. Ja, da ist dann einfach nur von dem Zeichner eine Unterschrift diesmal drauf und eine kleine Zeichnung. Und ich denke, dass es in allen Kase-Mangas jetzt ist, die in diesem Monat rausgekommen sind. Also würde ich jetzt mal stark von ausgehen. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich könnte es mir denken. Auf jeden Fall finde ich das eine ganz schöne Sache, dass sie sowas gemacht haben zum Geburtstag. Und ja, ist doch nett. So, als nächstes habe ich hier von Tokyopop 31 Eye Dream von Arina Tanemura. Das ist der 4. Band. Und ja, ich weiß nicht so richtig. Also, die Zeichnungen gefallen mir super. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung sich das entwickeln soll mit dieser... Sie wird wieder 16 und verliebt sich in Typen, geht mit Typen. Ich meine, sie ist ja eigentlich viel älter. Was wird das dann noch werden? Wird das dann so eine, ja, weiß ich nicht, Sugar-Mommy-Geschichte irgendwann werden? Oder kommt dann da doch noch der in ihrem Alter mal um die Ecke und die beiden werden ein Paar? Oder ich weiß nicht, was das werden soll. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie so endet, dass sie nachher ihr 31-jähriges Aussehen hat und dann mit einem 16-Jährigen zusammen ist, weil das finde ich irgendwie merkwürdig. Das wäre nicht so cool, finde ich, weil das ist ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, übertrieben. Aber ich lasse mich überraschen. An sich ist die Story toll und spannend auch. Und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Dann habe ich hier als nächstes Dein Verlangen gehört mir, Band 6 von Ai Hibiki. Und der ist wieder einfach nur voller Sex. Und ja, es passieren Sachen, die man nicht erwartet in diesem Band. Und man fiebert die ganze Zeit mit, oh mein Gott, passiert das jetzt wirklich? Und es ist dann wirklich, also, oh mein Gott, also das ist echt ein Band gewesen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, kommt das jetzt, passiert das jetzt, oh mein Gott. Und ja, deswegen war er auch sehr spannend, dieser Band, und interessant und ja, gefiel mir gut, trotz der übertrieben vielen nackten Haut und übertrieben vielen Gelüste in diesem Manga, aber das war schon sehr spannend. Dann habe ich ja als nächstes Yona, Prinzessin der Morgendämmerung von Mitsuo Kusanagi. Das ist der 6. Band der Reihe und ja, der war auch wieder sehr, sehr gut. Die Zeichnungen gefallen mir super, die Story an sich ist interessant. Wir haben ja jetzt wieder einen neuen Drachen kennengelernt und in diesem Band kommt er auch ein bisschen häufiger vor. Und wir sehen Yona, wie sie so ein bisschen über sich hinauswächst, über ihre Ängste hinauswächst und auch so ein bisschen... Ja, ein bisschen Funkensprühen, finde ich, sehen wir auch da drin. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Band gewesen und ja. Und als nächstes habe ich hier Miracles of Love, Nimm dein Schicksal in die Hand von Iosaki Saka. Das ist der 3. Band. Oh, und ich liebe diese Geschichte. Also die ist wirklich richtig toll. Diese zwei Freundinnen, die sich beide verlieben und ja, diese ja nicht gerade glücklichen Liebesgeschichten, die momentan da halt sind, weil alles nicht so klappt, wie die beiden es jeweils gerne hätten. Und das ist ein super interessanter, super schöner Manga mit einem absolut tollen Zeichenstil von Iosaki Saga. Und ich bin so gespannt auf den 4. Band, weil es ist einfach so spannend, wie sich das hier alles entwickelt mit den Liebesgeschichten, mit den Charakteren. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, das ist richtig, richtig gut.
Und als letztes habe ich hier einen Einzelband, und zwar meine wunderbaren Brüder von Yuki Shiraishi. Und ja, das ist, da war glaube ich nur die eine Story. Das ist wirklich ein Einzelband, der komplett, ja genau, ein Einzelband, der komplett wirklich um eine Story sich dreht. Also keine Kurzgeschichten, sondern wirklich eine Story. Und die war wirklich sehr, sehr interessant und sehr lustig vor allen Dingen auch. Und schön, ein bisschen romantisch, nicht so viel, aber trotzdem schön, eine schöne Liebesgeschichte. Und ja, vor allen Dingen auch sehr witzig meiner Meinung nach. Und das hat mir sehr gut gefallen, den Zeichenstil mag ich ja sowieso gerne. Und natürlich gab es auch wieder eine I Love Shoko Card oder eine I Love Shoujo Shoko Card. Auch wieder sehr, sehr niedlich. Ich mag die ja sehr gerne. Die sind niedlich, die sind süß und man erfährt uns über den Autor ein bisschen, beziehungsweise über den Mangaka. Und ja, und wie gesagt, mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein schöner Einzelband, den kann man super zwischendurch lesen. Und das war es auch schon mit meinem Manga-Update, beziehungsweise schon. Ich finde, das war diesmal ein ganz guter Stapel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, sehr, sehr gerne auch ein kostenloses Abo. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!